von SCT Media Relations und Editorial. Robert Feckel ist da, Jochen Schmitz ist da, die stehen für Fragen zur Verfügung. Und wir blenden auch gleich noch den QR-Code ein, auch im YouTube-Livestream übrigens. Die Woche hätte ich mir jetzt vom Wettkampf mal ein bisschen anders vorgestellt. Marc hat es vorher angesprochen, man hat es hier im Raum, glaube ich, auch ab und zu gehört, dass es ja doch auch erkältungstechnisch momentan die Zeit wieder ist. Und ich hatte auch Ende letzter Woche dann doch nochmal mir eine Erkältung eingefangen. Aber jetzt passt das, glaube ich, bin hier und freue mich auf Sonntag. Du freust dich auf Sonntag, man hört es dir ein bisschen an, auch dass du noch so ein bisschen nasal dich anhörst. Johannes ist leider, oder ist entschuldigt heute, der ist auch ein bisschen angeschlagen, wird aber am Sonntag auch starten. Hast du schon eine Prognose für Sonntag? Oder ist das für dich erstmal, du hast hier in Berlin schon eine herausragende Rennen, du hast in Berlin aber auch schon so deine persönlichen Woche, wo du auch schon mal aussteigen musstest. Passiert immer mal, hast du für Sonntag schon einen Kurs, wohin es gehen soll, an wem orientierst du dich? Tatsächlich, du sagtest, Berlin immer sehr spezielle und besonderer Ort für mich sportlich gewesen. Die krassesten auch Niederlagen hier erleben dürfen, aber auch die besten Rennen meiner sportlichen Laufbahn, die ich sicherlich nicht vergessen werde. Ich werde sehr wahrscheinlich am Sonntag, also eine PB wird von mir nicht zu erwarten sein, ich werde auch nicht mit den ganz schnellen Jungs hier aus Deutschland mitlaufen können. Dafür war tatsächlich die letzten Monate das Training nicht entsprechend geeignet. Und tatsächlich ist trotzdem der Sonntag für mich ein wichtiges und sehr besonderes Rennen, weil es tatsächlich auch mein letztes Rennen werden wird. Und zumindest das letzte Rennen als Leistungssportler, als Profi. Bin, wie du ja vorher gesagt hast, der letzte November Vater geworden und wie einige hier wissen, auch neben dem Leistungssport schon viel andere Sachen immer wieder gemacht. Deswegen war das die letzten Monate sehr intensiv, Zeit zu haben für Familie, die ich mir natürlich nehmen möchte, aber auch irgendwie den Lifestyle als Profisportler fortzuführen. Habe ich gemerkt, schaffe ich nicht. War da auch ziemlich am Struggeln phasenweise und habe dann für mich auch beschlossen, da bin ich auch konsequent, dass ich jetzt auf einer 80% Schiene auch nicht weitermachen möchte. Mhm. Ich weiß nicht, das große Talent. Ich musste immer viel dafür arbeiten. Ich glaube, Resilienz war irgendwie was mich, glaube ich, in der sportlichen Zeit auch ausgezeichnet hat, aus Rückschlägen sich zurückzukämpfen. Aber um weiterzumachen und vielleicht nochmal eine Minute Marathon schneller laufen zu können, muss ich auch sagen, habe ich gemerkt, dass bin ich nicht mehr bereit dafür, alles andere hinanzustellen. Gerade im Windschatten, sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen. Schon lang voraus. Aber ihr gehört ja tatsächlich zu den Läufern, die wirklich so in der neue Dimension auch vorgedrungen seid, auch mit Arne damals, mit den Marathonzeiten, die lange zuvor in Deutschland nicht mehr gelaufen wurden. Das gibt, glaube ich, auch eine ganz eigene Motivation, eine Dynamik. Du hast jetzt Hannover angesprochen. Europameisterschaft kommt dazu, Goldmedaillen auch bei den Frauen letztes Jahr in München. Momentan ist das schon so eine Aufbruchstimmung, oder? Ja, es ist tatsächlich eine Sache, über die wir auch öfter mal gesprochen haben. Also, als ich angefangen habe, auf den Marathon zu gehen, waren Arne und Philipp die Leute, ne, die das geprägt haben. Dann, klar, kam ich auch dazu. Und dann so Richtung 2018, 19, 20, da hat das richtig nochmal einen Quantensprung gegeben. Ne? Also Arne war tatsächlich jemand, der den Weg bereitet hat und auch gezeigt hat, dass 2010 keine Scheinbau ist, die man nicht brechen kann. Und mich hat das lange motiviert oder motiviert es immer noch, so diese Marke von Gabius. Das ist tatsächlich was, woran ich mich orientiere, weil ich sage, das möchte ich in meinem Leben auf jeden Fall auch geschafft haben. 2.08 und mittlerweile deutet sich ja sogar an, dass man auch 2.7 braucht, um jetzt so rüberzukommen. Das ist unglaublich. Also das ist, da hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das in so wenigen Jahren passiert. Und auf jeden Fall, also das ist was man merkt, auch wenn wir jetzt gerade in Kenia sind, dann ist ein Simon Bocher zum Beispiel da, da machen wir den Dauerlauf zusammen, ne? Dann ist Amanal da, dann bilden sich die Gruppen und wir haben auch den Mut mittlerweile eben auch mit den Kenianern zu trainieren. Und das hatten wir vorher nicht so in der Form, da haben die Deutschen immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und dieser Mut, der zeichnet sich ab. Und wie gesagt, dass ich jetzt mittlerweile über eine 2.7 nachdenke, obwohl ich noch eine 2.10 stehen habe, das liegt schon daran, dass wir einfach auch Leute haben, die den Weg bereiten. Mhm. Amanda hat euch auch angefeuert, noch, dass ihr euch in die Region vorbringt. Ja, macht uns als Medien natürlich auch richtig viel Spaß, dabei zuzuschauen, dabei zuzugucken. Da ist eine ganz neue Dynamik reingekommen. Wenn jetzt keine Fragen sind hier an die Top-Athleten. Henry. Ja.
ein Ausrufezeichen daran gemacht. 131 Nationen, aus 131 Nationen kommen die Läuferinnen und Läufer. Auch das ist ja eine bemerkenswerte Zahl, auch in der Historie jetzt für eure Events, oder? Ja, in der Tat. Und natürlich haben wir eine sehr hohe deutsche Anzahl von Teilnehmenden. Wir haben aus Europa sehr viele mit dabei, natürlich auch Übersee. Aber man muss schon sagen, wir müssen mal sehen, wie viele verschiedene Nationen hier in Europa auch leben. Und das zeigt eigentlich auch, dass wir hier auch zusammen irgendwo auch Sport machen können, dass wir auch zusammen leben. Und das ist etwas, was wir natürlich, man wird es auch am Start irgendwie am Sonntag sehen, dass es eigentlich das ausmacht, was Generali Berliner Halbmarathon auch hier im Frühjahr auf die Füße bringt. Wir kommen gleich jetzt mal auf die Teilnehmenden, auf das Teilnehmerfeld zu sprechen, auch auf die Zusammensetzung, die internationale Zusammensetzung. Und natürlich ist der Generali Berliner Halbmarathon kein Stadtevent von Berlin allein, sondern national, nationenweit, deutschlandweit kommen die Starter hier, die Starterinnen und international auch. Übrigens das auch ein Grund, warum wir nicht wundern, warum wir die Kameras hier stehen haben. Die Pressekonferenz wird live auf dem YouTube-Kanal von SCC Events übertragen. Wie übrigens auch am Sonntag das Rennen. Ab 9.25 Uhr, glaube ich, geht die Übertragung am Sonntag bereits los. Auf dem YouTube-Kanal direkt moderiert, live zu verfolgen. Deswegen hier die Kameras und deswegen auch die Austragung. Und Jürgen, ich habe es eben schon gesagt, die Starterinnen und Starter kommen von überall her. Was sind denn so die stärksten repräsentierten Nationen oder Bundesländer auch? Sind die Berliner die stärksten eigentlich aus Deutschland, die hier starten? Ja, wir haben ca. 25.000 national aus Deutschland. Mhm. Wir haben sehr stark aus Dänemark. Das ist, glaube ich, kennen viele, dass die Dänen dann auch hierher reisen. Aber hier wieder aus Dänemark. Ne? Also wir erinnern uns, die Dänen waren immer ganz stark hier in Berlin und jetzt sind sie wieder erstarkt hier. Genau, das kommt wieder. Wir haben aus Großbritannien sehr viele Teilnehmer aus den Niederlanden. Das heißt, also man sieht schon, das ist eine europäische Veranstaltung geworden. Das sind Laufnationen. Wir haben parallel ja den Paris-Marathon jetzt am Wochenende. Von dem her sieht man, dass das auch sich ein bisschen auch mit verteilt. Aber ich denke, das ist, was wir hier mit dem Halben machen. Das ist für mich auch ein großartiges Thema. Wir haben die Spitzenathletinnen auch hier, aber wir haben auch die breite Masse hier, weil wir, glaube ich, etwas zeigen, das hat was mit Performance zu tun, das hat mit etwas damit zu tun, dass wir Breitensport und Freizeitsport auch mit verbinden mit dem Spitzensport. Ja, und vorher schon und für die Skater ist der Generali Berliner Halbmarathon.